Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Syndicate mit mir als Gentleman. Wir wollen gerade ein bisschen Missionen erledigen, auf dass wir dann ein bisschen vorankommen hier im Game. Dann schnappen wir uns nochmal die Höllenglocken. Dann mal schauen, dass wir hier ein bisschen vorankommen. Wir schließlich ungefähr einen Kilometer. Enthüllen Sie die Wahrheit hinter einigen braunen normalen Diebstählen. In letzter Zeit gab es eine Flut von recht verblüffenden Diebstählen in der Stadt. Diebstähle in London sind wohl kaum übernatürlich. Zuerst erschienen sie wie normale Diebstähle, aber die Täter haben alle ausgesagt, dass sie unter dem Einfluss einer übernatürlichen Macht standen. Ich glaube zwar auch, dass Kriminellen vor dem Gesetz jede Ausrede recht ist. Jedoch haben diese Diebe alle das Gleiche vorgebracht. Sie sagen, sie wurden von einem Dämon kontrolliert. Würden Sie den Fall untersuchen? Einer der besessenen Verbrecher befindet sich just in diesem Moment hinter Gittern. Sie sollten Ihre Suche dort beginnen. Kein Problem, kein Problem.
Was hat er getan? Er hat das hiesige Pfandleihhaus überfallen. Ein Dämon hat mich gezwungen. Ich erinnere mich kaum. Das ist das Komische. Ich habe noch nie vorher irgendetwas gestohlen. Nehmen wir an, ich glaube Ihnen. Wie wurden Sie gezwungen? Ich erinnere mich nur an eine Silberuhr, die vor mir pendelte. Irgendjemand hat sie gehalten oder irgendetwas. Eine dunkle Macht hat geflüstert. Ich sah nur seine Augen. Ein Dämon. Ich muss den Ladeninhaber danach befragen. She must be going a bit mad. So, weiter geht's im Text. Als ob das nicht auffallen würde, wenn komische Leute über der Stadt mit Seilen sich durch die Gegend schwingen. Erzählen Sie mir von dem Überfall. Da gibt's nicht viel zu sagen. Viele Gegenstände kamen vom gleichen Verkäufer. Enzio Capelli, Zauberkünstler, ein berühmter Schausteller aus Italien. Vor ein paar Wochen musste er seine Familienerbstücke verpfänden. Schulden. Ich habe die Adresse der letzten Person, die etwas von ihm ausgelöst hat. Eine hübsche Perlenkette. Hilft Ihnen das? Nicht schon wieder! Haltet sie auf! Stopp! Haltet die Dieben auf! Folgen wir sie doch mal. Wo bin ich? Was ist geschehen? Sie haben etwas im Leihhaus gestohlen. Es ist alles so verschwunden. Aber ich erinnere mich an etwas Silbernes vor meinen Augen. Dann war da eine Art Glocke. Ehe ich mich versah, stehe ich hier bei Ihnen. Meine einzige Spur ist der mysteriöse Käufer. Ja.
Dieser Kerl könnte mich zu dem Dämon führen. Enzo Capelli, nehme ich an. Sie sind also für den Diebstahl ihrer eigenen Juwelen verantwortlich. Sie befinden sich auf dem Holzweg, nicht wahr, mein Kind? Ja, ich befinde mich auf dem Holzweg. Moment. Sie befinden sich auf dem Holzweg. Und jetzt werden Sie sehr, sehr müde, nicht wahr? Ja, ich bin sehr, sehr müde. Jetzt werden Sie einen klitzekleinen Auftrag für mich erledigen, nicht wahr? Welch geflügeltes Benehmen! Was ist passiert? Wo bin ich? Sie wurden wegen Diebstahls verhaftet. Wirklich faszinierend. Ich kann mich an nichts erinnern. Bringe
bringen wir sie hier raus. Dank meiner Beziehungen werden sie nicht angeklagt, da sie sich nicht unter Kontrolle hatten. Sei frei, kleines Hündchen. Ja, und so haben wir auch diese Mission erfolgreich.